Heinrich hat mich eben angerufen, wo ich mir den Oldtimer angeschaut habe. Und er meint, er hat einen Mega 992 reinbekommen. In GT Silber, foliert, aber am ersten Tag foliert, mit nur 20.000 Kilometer. Und das Auto ist absolut neuwertig und da kriegen wir auch eine Approved-Garantie drauf. Das Auto muss ich mir jetzt anschauen. Warum? Weil wir jetzt Folgendes haben. Wir haben jetzt drei mega coole Optionen für Christian. Eine Option, der Vintage. Ein Oldtimer. Wollte er ja unbedingt haben. Ich bin nicht so der Fan davon. Die zweite Option, der 991.2. Auch ein cooles Auto. Aber auch, wir brauchen noch eine Chance, damit Christian die Qual der Wahl hat, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr in der UNO-Familie seid. Das Auto, was wir uns jetzt anschauen, der 992 Carrera, ist über unser Budget. Aber ich komme wieder auf Christian zu. Er hat gesagt, wenn ich ein perfektes Auto finde, ist er bereit, sein Budget ein bisschen zu erhöhen. Auf los geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's los. Boah. So. Wo ist der Dunkel? Gleich wird's dunkel. Heinrich! Guck mal, wie langsam und wie elegant. Alter, du machst das so spannend. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Na, wie geht's dir? Hi. Achso, waren die Jungs schon da wegen deinem Mikro? Ja. Ist ja immer so ein Thema, ne? Wir kommen immer irgendwo an und die Leute stehen mit dem Mikro. Keine Sorge. Natürlich waren die Jungs vorher da. Ey, das war eine Horrorstrecke. Das ist unglaublich. Das glaube ich. So über Stuttgart und so weiter, das ist echt Wahnsinn. Mach mal aufmachen, komm, mach mal erstmal auf. Ich will wieder so einen Blick haben hier, wie ich hier reingucken kann. Da sind sie wieder. Alles nur Porsche hier, ey. Das ist unglaublich. Alter Schwede. Noch und zwei. Krass. 20.000 Kilometer. GT Silber Metallic eigentlich. Achso, ich wollte gerade sagen, GT Silber. Beklebt, ja. Als Neuwagen. Wieso bestellt man sich ein Auto in GT Silber, um ihn als Neuwagen in Blau umzufolieren? Weil man ihn irgendwie sieht, denkt, die Farbe gefällt mir nicht, den lasse ich folieren. Ein Freund von mir, für den ich seit, glaube ich, 25 Jahren Porsche verkaufe. Ja. Und der alle 5 Jahre einen neuen kauft. Und ja, in diesem Fall hat er sich bei GT Silber irgendwie geirrt und hat ihn dann in dieser Farbe folieren lassen, als Neuwagen. Hast du schriftlich, dass er als Neuwagen... Schriftlich. Weil sonst kaufe ich ja die Katze im Sack sozusagen. Ja, ich weiß ja nicht, was da drunter los ist. Ja, genau. Erzähl mir was, Service-Historie? Service, 2 Wartungen gemacht, die letzte vor, ich glaube, einem Jahr. Bei 15.000 Kilometern, die nächste wäre jetzt nächstes Jahr fällig. Unfallfrei natürlich, klar. Unfallfrei, nachlackierungsfrei? Nachlackierungsfrei, frisch foliert. Frisch foliert, das heißt, der ist... Der hat ein Sonnenschiebedach. Genau, Schiebedach. Genau. Darf ich? Ja. Weil ich von einer. Und von innen, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich wie neu. Ja, die Innenausstattungsfarbe ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, bei Porsche finde ich es richtig elegant und schön. Also GT Silber eigentlich so eine schöne Farbe, so eine historische Farbe. Und dann foliert er das in Blau. Aber man kann ja die Folie auch abziehen, ist ja kein Thema. Ja, die Folie kann man runter machen. Hast du Schlüssel einmal da? Bose Soundsystem, Schiebedach, Sitzheizung. Und 911er. 911er, ne? Ja. Ist das. Okay, das ist wieder ganz hoch. So, und dann gucken wir uns mal die Räder an. Sind die bald fällig oder sowas? Oder? Nee, sind gut. Oh ja, die sind echt gut. Sind die neu oder was? DOT 33, Woche 19, das sind noch die Originalräder. Der fährt die Autos nicht. 20.000 Kilometer. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Das ist ja wie ein Neuwagen. Ja. Wahnsinn. 116 kostet der, ne? Also 116 kostet der, ja. Okay. Und da sieht man die Farbe. Ja, ich weiß, die Farbe. Immer Metallic, meine ich. Sehr, sehr schön. Auch der hat ja echt nichts. So, eine Sache musst du immer bei den 911er immer dir anschauen, ob das ein Garagenfahrzeug, kannst du das aber bitte, ob das ein Garagenfahrzeug war oder nicht. Hast du einmal? Ja, habe ich. Super, nicht, dass es weg. So, einmal immer hier reinschauen. Wenn hier Laub drin ist oder irgendwie Dreck oder sowas, da weißt du, das Auto stand lange draußen oder an der Straße.
aber der ist auch, wenn ich hier mir einen Filter anschaue, knallweiß, alles perfekt und der ist wie neu. Du bist so entspannt, ne? Ja. Unglaublich, du bist so easy und so entspannt. Ja, bei dem Wagen bin ich entspannt, weil hier gibt es nichts rumzumeckern. Das ist ein Auto, der ist wirklich richtig, richtig ausnahmslos gut. Also es wird jetzt langsam echt eng, es wird jetzt langsam spannend. Ich brauche jetzt echt ein Auto. Ihr habt unsere Videos kommentiert und damit haben 3 von euch einen Ono Co-Driver gewonnen. Und nicht nur einen Ono Co-Driver gewonnen, sondern wenn die Gewinner sich jetzt auch noch registrieren, habt ihr die Chance, das Auto für roundabout 100.000 Euro zu gewinnen. Hiermit herzlichen Glückwunsch an Gewinner Nummer 1, Gewinner Nummer 2, Gewinner Nummer 3. Aber den Weißen hast du noch, ne? Den Weißen habe ich noch, ja. Alter, den verkaufst du auch noch nicht, müssen wir uns entschieden haben. Den hast du ja reserviert, sozusagen. So, die Sitze schaue ich mir gleich an, aber ich möchte mir zuerst den Motor anschauen. Da wirst du nicht gesehen. Verrat mich doch nicht. Also, der Motor von den Porsche 911. Mein Motor. Wie Sie sehen Sie nichts. 3 Liter. Okay, ja, gut, ich weiß. Aber du siehst keinen Motor, du siehst nur Plastik. Und das nehme ich den Porsche-Leuten sehr, sehr übel. Sehr übel. Mein Gott, das ist mir zu viel Plastik. Echt, jetzt ohne Scherz. Aber wir haben nur noch 2 Deckel. Einmal Öldeckel, also Öl nachkippen. Oder Flüssigkeit, also Kühlflüssigkeit nachkippen. Wasser. Das war's. Ansonsten kannst du hier zu Hause gar nichts mehr machen. Weißt du, bei den Tee? Ja. Da machen wir schön die Haube auf, gucken uns alles an, alles perfekt. Ja, genau. Hier siehst du gar nichts. Was hat der Neuwagenpreis gehabt, weißt du das? 128. Neuwagen? Ja. Ey, der hat 128.000 Euro neu gekostet. Jetzt, der ist von 2019, ne? Ja. 5 Jahre später, 20.000 Kilometer weiter, willst du 116.000 Euro haben? Ja. Das heißt, der hat nur 12.000 Euro verloren? Richtig. Was? Ernsthaft? Ja, also. Die Innenausstattung auch, das ist ja wie, hinten saß glaube ich noch gar keiner. Nee, da hat keine Kinder, nur eine Frau. Oh, der war jetzt böse. Der war jetzt echt böse. So war das gar nicht gemeint. Okay, der hat jetzt folgende Sachen nicht. Es ist jetzt ja immer noch vor, der hat kein Volllederpaket. Das heißt, mein Armaturenbrett ist nicht mit Leder bezogen, auch wenn es so aussieht. Hat Echt? Er nicht. Nee, hat er nicht. Auch hier meine Türverkleidung, der hat kein Volllederpaket. Der hat kein Sport Chrono. Brauchen wir nicht. Das ist ja nur diese Uhr. So, und dann gucken wir uns mal einmal Schiebedach an. Auch hier ist alles sauer. War das ein Garagenfahrzeug? Ja, der hat vor der Garage gestanden. Krass, der hat noch nicht mal hier, wo er eigentlich Staub. Ne? Der ist eigentlich nur von Bogenhausen zum Flughafen gefahren, wenn überhaupt, maximal wieder zurück. Okay, lass uns eine Runde drehen. Ja. 116? Ja. Kriegst du nicht. Warum nicht? Ey, ohne Scherz, 116.000 Euro ist, ich weiß, dass ihr das immer so strange findet, wenn ich über mein Budget losfahre. Ich sag's dir so, wie es ist, Heinrich, mein Budget ist 100.000 Euro. Was? Und ich habe schon 2 Autos, nein, warte. Ich habe schon 2 Autos, die voll in meinem Budget sind. Echt? Aber voll. Nicht 902 mit 20.000 Kilometer. Ja, mal gucken. Lass noch eine Runde fahren. Komm. Bei 100.000 brauchen wir nicht zu fahren. Komm, wir fahren. Nein, 100.000 hat doch keiner gesagt. Ich habe gesagt, 116.000 zahle ich nicht. Na gut, okay. Dann fahren wir noch. Willst du die Kennzeichen ranmachen, oder? Ach ja, ja. Das war ich mal dran. So schnell sehen wir uns wieder und dann mit diesem Schätzchen hier. Prima, dass du so schnell kommen konntest, ja, da vorne echt, rechts. So langsam habe ich echt, ich brauche jetzt noch ein Auto und dann wird die Entscheidung getroffen. So, der hat ja auch alles hier drin, was ich brauche, Navi und so weiter. Navi hat er drin. Das ist ja E-Serie. Sitzt halt zum Schiebedach. Sport Chrono hat er nicht, wie du schon gemerkt hast. Genau, Sport Chrono hat er nicht. Hat er approved? Porsche approved? Approved hat er bis Ende Oktober. Okay. Da muss man es halt verlängern. Aber man kann es problemlos tatsächlich sogar online verlängern. Online? Ja, man kann das online verlängern. Ja. Ach, das wusste ich nicht. Weil es keine Inspektion fällig. Ach so. Und
Deswegen kann man das theoretisch gesehen sogar online machen. Meiner Meinung nach. Was kostet das? 1480 mit approved. Mit Assistance meine ich. Ach so, okay. Und ansonsten ist er wirklich von innen, wie du siehst, völlig ungebraucht eigentlich. Okay. Großes Soundsystem hat er auch. Für ein Carrera, normaler Carrera 385 PS, geht da auch gut ab. Echt gut. Wird schön, nicht? Alter Schwede, der macht echt Spaß. Der macht echt Spaß. Jetzt noch den Powerslide durch den Radobaut hier. Ja, genau, genau. Der ist auch innen neu, der ist ja nie gefahren worden, oder was? Der ist innen wie neu, ja, 20.000 Kilometer, wobei man dazu sagen muss, dass der innerhalb Freund, von 5 Jahren, dass der Freund sehr, sehr vorsichtig mit seinen Autos umgeht. Das gibt's nicht. Auch von Sound her, wir fahren hier den schwächsten 911er. Ja, und das stimmt, macht Spaß, nicht? Wahnsinn. Boah. Ja gut, man merkt schon, okay, es ist ein 911er. Das ist ein 911er, ja. Das ist doch krass. Auch wenn man den Motor nicht sieht, das Gefühl ist immer noch irgendwie dasselbe. Das ist unglaublich, wie der Spaß macht. Ich finde, die Sitzposition erinnert einen auch so an Porsche 911 irgendwie, findest du nicht? Das ist doch ein 911er. Ja, aber ich meine, im Gegensatz zu den Älteren meine ich ja auch. Ach so, so meinst du das? Ja, klar. Das ist ja das Schöne am Porsche, deswegen ja eine Ikone. Sie sind immer ihre Linie treu geblieben. Ja. Die haben natürlich das Auto immer wieder modifiziert und besser und besser und besser gemacht. Es heißt ja immer, es ist der beste 911er, der jemals produziert worden ist. Ist ja auch logisch, du brauchst ja kein schlechteres Auto. Jetzt habe ich einen 911T. Den 2,4T, 2,4T von 1973. Ja. Dann habe ich einen 991.2 mir jetzt angeschaut. Aha, okay. Auch ein schönes Auto. Farbe? Sehr wenig Kilometer, schwarz-schwarz. Schön. Sehr schönes Auto. Ja, und jetzt kommt der hier. Die anderen beiden Autos sind im Budget. Entweder brauche ich mehr Budget. Du brauchst mehr Budget. Ja, ist so. Ich glaube, ist so. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das Budget erhöht bekomme. Weil das wäre eigentlich das Top-Auto. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil das Auto kann jeder bedienen. Es ist gefühlt ein Alltagsauto. Das stimmt. Okay. Ja. Du hast einen Porsche 911er. Du hast, okay, nicht den aktuellsten jetzt, aber du hast den 992. Ja. Der hat alles, was du brauchst. Ein Jahr Garantie noch drauf. Porsche approved. Ja. Nur für deine Verhandlung. Genau. Und du brauchst nicht mit dem Wagen zu sprechen. Und er spricht auch nicht unbedingt mit dir. Der hat keinen Bock auf dich. Der sagt nur, fahr mich. Genau. Was soll er jetzt kosten, sag mal jetzt? Nee, wir sind ja schon bei 116, oder? Ja, aber sag doch mal, was er jetzt echt kosten soll. Wir können uns ja auf der Hälfte, bei der Hälfte treffen. Oh, schon wieder. Ich habe doch noch gar nichts gesagt, bei der Hälfte treffen. Ja, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Echt? Ich dachte, du hättest schon gesagt. Wir aber eine Sache brauche ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt 115 gesagt. Ich brauche approved. Ich brauche einmal approved. Also das sind 1.500 Euro. Ja, komm. Ein Jahr approved brauche ich auf jeden Fall. Aber wenn ich das auch noch reinwerfe? Ich habe gar keine Ahnung, ob ich das Auto kaufen kann. Aber das wäre jetzt echt mein Top-Favorit. Also 10% wären dann von 116, 106, sagen wir mal grob. Aber da komme ich nicht hin. Also tun wir die Hälfte nochmal drauf. Wieso rechnest du eigentlich mal mit Prozent? Was ist los mit dir? Sag mal jetzt. Warum immer Prozent? Ich sag dir überhaupt, weil die meisten anderen Leute den Zahlenspielchen nicht so schnell folgen können. Ja, so, alles klar. Da musst du jetzt nochmal ein Angebot machen, vernünftiges, damit wir uns auf der Hälfte treffen können. Du immer mit deiner Mitte, weil das klappt ja bei dir. Nein, du hast doch gesagt, du bist derjenige, der von der Mitte sprichst. Du sagst die ganze Zeit Mitte, nicht ich. Du sagst die ganze Zeit Mitte, 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 Mitte. Ich nicht. Ich hab das aus dem Ferrari-Video. Das hast du zu dem Herrn gesagt, der den roten Ferrari verkauft, dass wir treffen uns auf der Mitte. Ich gebe dir 45. Ach du Scheiße, Harmi. Bei 60 hast du doch gesagt, wir sind nicht weit auseinander. 45, 50, nehmen wir die Mitte, 47, 5. Oh Mann, ey. Jetzt hast du ihn runtergehandelt und dann hast du gesagt, wir treffen uns auf der Mitte. Ich erinnere mich an den Film. Das wird mir jetzt zum Verhängnis. We'll be right back.
Okay. Jetzt schauen wir uns mal alles an. Das wird jetzt hart. Diese Verhandlung wird hart. Heinrich, ich kann jetzt nicht einfach den Christian anrufen und sagen, ich brauche 16.000 Euro mehr. Ich will das Beste für alle rausholen. Es muss für beide Seiten Spaß machen. Nenn mir jetzt bitte einen Preis. Ich weiß, dass ich hier nicht in mein Budget komme, aber nenn mir jetzt bitte einen Preis, wo ich ansatzweise dahin komme. 100.000 Euro ist mein Budget. Okay, 120. Boah, Mann, ey. Weil ich weiß. Und dann einigen wir uns auf die Hälfte plus ein bisschen was. Guck mal, ich weiß, dass Christian gesagt hat zu mir, wenn ich ein perfektes Auto finde, was für die Community, für die UNO-Familie perfekt ist, ist er bereit, noch ein bisschen was draufzulegen. 115.000. Nein, 115 auf gar keinen Fall. 1.000 Euro. Stimmt. Ich brauche hier auch einen, der Porsche approved. Ja, ein Jahr. Drum, das meine ich ja, deswegen sage ich ja 115.000, weil das sind ja schon 1.500 Euro an sich dann schon drin. Die Porsche Proof ein Jahr mit Assistance kostet 1.480. Also 1.500, wenn jetzt bei 415.000, dann wäre schon bei 113.5. Also wenn man das jetzt runterrechnet, dann sind das ja schon wie viel Prozent Nachlass? Weißt du was, ich könnte vielleicht mit Christian noch reden, dass er vielleicht mir 5.000 Euro mehr gibt. 105 gebe ich dir für das Auto. 105? Ja, 105. Ich finde es über mein Budget, noch 5.000 Euro über mein Budget. 105. 105, das ist aber sehr wenig, findest du nicht? Sag jetzt ja oder nein. Nein. Alter, der macht mich fertig, ja. Dann sag mir, was wie viel? Also eigentlich müssen wir 112 sagen. Inklusive ein Jahr approved. 112. Ja. 112 inklusive ein Jahr approved. Ja. Boah. Alter. Wieso? Dann sind wir bei 110. Okay, lasst mich kurz anrufen, ja? Mach das. Ich sag's euch, das wird jetzt echt eng. Ich muss jetzt Christian anrufen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt erreiche. In Dänemark, in Kopenhagen. Und ich muss jetzt 12.000 Euro für euch mehr reinholen. Weil, ich schreibe das mal in die Kommentare. Wir haben jetzt drei Autos. Wir haben einmal 911 2,4 Liter T-Modell von 1973. Schönes Auto, aber trotzdem ein bisschen hier und da anfällig. Und Oldtimer ist nicht jedermanns Sache. Für mich der stilvollste, den ich bisher mir angeschaut habe. Definitiv, ist aber Geschmackssache. Dann haben wir den 991 uns angeschaut. Schönes Auto, alles aber als Carrera. Nein, hier haben wir ein Gesamtmodell. Wir haben hier den 992, wir haben hier einen 385 PS. Es ist der letzte Verbrenner, der letzte reine Verbrenner als 911er. Das kommt dazu. Das Auto ist wie neu, wie neu. Und dadurch, dass das Auto nur am ersten Tag, also direkt am ersten Tag foliert wurde, kann ich damit leben. Ist unfallfrei, nachlackierungsfrei. Wir bekommen ein Jahr Porsche approved. Das heißt, egal was damit passiert, fahrt einfach zu Porsche. Es wird erledigt. Hier musst du keinen Vergaser einstellen, nicht auf Motoröl hier achten oder sonstiges. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay, I need Christians number. Alter, es ist 7:30, es ist 19.30 Uhr. Mal gucken, ob er überhaupt rangeht. Ist er Besitzer von UNO? Ah ja. Christian, how are you? We are sitting in an airplane. You're sitting in an airplane? Yeah. We have to, we are on the runway. We are taking off in 1 minute. Okay, but give me just 1 second, okay? I think I found the perfect car. It is a 992. Okay. Just 20,000 kilometers. It's like brand new. Like brand new. Okay. It's a 2019 car with 1 year approved guarantee from Porsche. And the original color is GT Silver. And they wrapped the car at the first day in blue. And the interior, it's like new. Okay? So I have now 3 cars, Christian. But now we have a big problem. That's why.
I call you. That's for my opinion, that is our car. That is the best car. Hamid, I trust you. Yeah. If you say it's the best car, then it's the best car. But I need 12,000 euros more. How much? I need 12,000 euros more. 12,000. Is it 112? 112. I think that's close to the budget. Okay. I think we can say yes to that. Okay, great. Thank you. Okay, look at this. Look at this. Faster than you. Okay. Okay, Christian, I call you tomorrow. Thank you. Great. Thank you. Have a nice trip. Thank you. Bye-bye. So, alter Schwede. Wir haben's. Sehr gut. 112.000 Euro. Eine approved auf dich. Ja. Aber dafür jetzt, weißt du was? Espresso auf mich. Ein neuer Tag. Ich bin wieder in der schönsten Stadt Deutschlands. Ich weiß, dass ihr das alle wisst. Es ist nicht Bielefeld, sondern Hamburg. Okay? So, jetzt habe ich alle drei Autos zusammen. Macht noch mit. Ihr habt noch die Chance, einen von den drei zu gewinnen. Schreibt das in die Kommentare rein. Welches Auto sollen wir jetzt uns rauspicken, was ihr gewinnen könnt? Und mein Fazit ist, der Oldtimer, natürlich ein Klassiker. Du bist immer gut angezogen. Ein Gentleman's Auto ohne Ende. Der 991, solide, schwarz-schwarz, 3 Jahre approved, mega cool. Der 992, der letzte reine Verbrenner als Porsche 911. Und wenn wir uns den 993 anschauen, der letzte Luftgekühlte, wie die sich entwickelt haben, hätte dieses Auto auch noch extrem Potenzial im Wert zu steigen. Mehr möchte ich jetzt aber nicht sagen. Ich möchte ja, dass ihr das entscheidet. In diesem Sinne, viel Spaß noch, schönen Sonntag noch. Und ich bin echt gespannt, was ihr in die Kommentare rein donnert. Ciao.